Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Rome Total War. Ich, also Amy Nase, werde heute zusammen mit euch ein neues Let's Play beginnen und zwar mit dem Persian Invasion Mod. Und dieser Mod bewirkt eben, dass das ganze Szenario sich vom Aufstieg des Römischen Reichs in Richtung Perserkriege bewegt, also Griechenland gegen Persien. Und mit diesem Mod werden wir heute spielen. Ich habe das Spiel leider über Steam und dementsprechend nur auf Englisch, aber wir können ja Englisch. Ganz kurz, wir spielen auch mit mittelfielen Berater-Ratschlägen, mit mittlerer Schwierigkeit auf der Kampagnenkarte und bei den Schlachten. Ja, das könnt ihr euch eh selber ansehen. Okay, wegen der Nation, die wir nehmen werden. Also mit diesem Mod kann man zum Beispiel mal die Rebellen spielen, aber das ist ja ziemlich langweilig, also tun wir das nicht. Wen wir jetzt alle spielen könnten, wären Makedonien, Indien, dann alle möglichen griechischen Staaten, dann die Illyrer, Kelten, Gerae oder sowas in der Art, und die Skythen und ja, ein paar Leute eben. Und jetzt ganz kurz mal, BAM! Also das hier ist die Ultra-Großmacht in diesem Spiel, beziehungsweise in diesem Mod. Persien hat am Anfang 10-mal so viel von allem wie jeder andere und trotzdem muss sich irgendjemand gegen sie wehren können, das wird dann wohl unsere Aufgabe. Und ich tendiere zwischen dem Stadtstaat Athen, für den wir leider keine Kartenanimation haben, und auch dem Stadtstaat Sparta, also diese beiden hier, wo ich jetzt gerade mit dem Erzählen falsch begonnen habe. Allerdings jetzt mal aus Gründen dessen, dass Spartaner einfach ultra sind, würde ich sagen, wir nehmen Sparta. Okay, wir könnten jetzt einerseits als Kampagne haben, dass wir, also als Siegesbedingung haben, dass wir 15 Provinzen erobern und das Perserreich zerstören. Wenn ihr euch das anseht, ich bin nicht Alexander der Große, ich würde Jahre bis Jahrhunderte Let's Playen müssen, um das Perserreich zu zerstören. Die alternative Kampagne sieht vor, dass man wieder 15 Provinzen hält und alle anderen griechischen Stadtstaaten vernichtet. Und da würde ich sagen, machen wir schon viel eher mit. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder im Spiel. Okay, und da sind wir auch schon. Wir sind im Jahr 490 vor Christus, haben 15.000 Goldstücke, haben, wie es aussieht, 4 Städte. Und werden jetzt beginnen, uns irgendwie ein spartanisches Großreich aufzubauen. Und zwar mit was? Ja, der Berater will irgendwas sagen. Aber das wäre sowieso auf Englisch, lassen wir das mal. Okay, was könnten wir hier bauen? Eine kleine Villa. Ich würde mal sagen, zuerst sind mal wichtig Straßen, Farmen, dann Villen. Die Villen sind dazu da, dass die Stadt vergrößert wird. Also, dass sie auf die nächste Stufe wächst. Okay, hier haben wir keinen Verwalter, hier können wir selber leider nichts bauen. Hier auch nicht, in Sparta natürlich schon. Würde ich wieder sagen, Straßen, obwohl nein, einen Tempel, das wäre vermutlich auch mal sehr wichtig. Okay, sehen wir uns mal an, was die verschiedenen Tempel denn so bewirken. Boah, es gibt ja jede Menge. Mal sehen. Okay, es sagt mir nicht, was die jeweiligen Tempel bewirken. Ares ist doch der Kriegsgott, oder? Egal, Spartaner haben Ares als Gott, würde ich mal sagen. So, hier können wir wieder nichts bauen. Okay, wir haben noch 12.800 Goldstücke verbleibend. Dann würde ich mal sagen, hier einen Händler, mehr Straßen, eine kleine Farm. Oder, naja, Sparta sollte eigentlich die Kriegshauptstadt werden. Haben wir hier überhaupt einen Wall, frage ich mich gerade. Oh, Sparta hat keinen Wall und kann anscheinend auch keinen bauen. Naja, okay, wir bauen jetzt mal Barracks, um Spartaner ausbilden zu können. Und rekrutieren können wir derzeit nur diese relativ schwachen Hopliten hier. Helotische Hopliten. Aber trotzdem würde ich mal sagen, machen wir einige von denen. Und einen Diplomaten hätte ich auch noch gerne. So, dann haben wir hier ein nettes kleines Schiff. In welche Richtung gehen wir denn mal auf Erkundungstour? Ich würde mal sagen, fahren wir zuerst mal rund um diese Halbinsel hier. Okay. Nichts Spannendes bisher.
Fahr mal hier hin. Okay, da ist noch eine Stadt von dieser kleinen Nation. Und hier kommt, ja, noch eine Rebellenstadt. Okay. Gut, wir haben schon eine relativ kleine Armee hier mit dem Anführer Leo Tychidas. Übrigens, unser Fraktionsführer ist natürlich Leonidas von Sparta. Aber das ist jetzt mal egal. Ich würde mal sagen, wir schicken Verstärkungen zu dieser kleinen Truppe hier. Einige davon auch spartanische Hopliten. Und mit dieser aufgestärkten Armee versuchen wir Argos zu erobern. Oh, das ist eine Fraktion. Wartet, ich bin nicht mit den Rebellen im Krieg? Nein, nur mit den Persern. Na, hochinteressant, aber Rebellen sollten einfach immer Feinde sein, also werde ich das jetzt trotzdem tun. Okay, dann würde ich sagen, Runde beenden. Gut. Mal sehen, was in den Städten gebaut wird, die ich nicht verwalten kann. Okay. Okay. Ja, bin ich ganz einverstanden damit. In Sparta sollten wir jetzt einen neuen Hopliten haben und auch hier. Mit denen verstärken wir die Armee noch. Und dann würde ich sagen, greifen wir die Stadt mal an. Obwohl andererseits noch 3 Runden bis sie aufgeben. 3 Runden werden wir schon noch überleben können. Das wird auf jeden Fall noch möglich sein. Hier bauen wir danach Wirtschaft. Okay. Und hier können wir noch etwas bauen. Ich würde auch sagen, Tempel des Ares und dann noch mehr Wirtschaft. Gut, warten wir mal die 3 Runden ab, ob wir es dann wirklich schaffen sollten, Argos zu erobern. Aha. Korinth hat Athen den Krieg erklärt. Ich glaube, jetzt bin ich mit irgendjemandem im Krieg. Mal sehen. Nein, nur Persien und die Rebellen weiterhin. So. Gut, dann nächste Runde. Und ein paar neue Hopliteneinheiten werden wohl auch nicht schaden. Und jetzt sollte dann Argos auch bald schon aufgeben. Oh, sie wollen eine Schlacht. Ich würde sagen, die allererste Schlacht in diesem Let's Play werden wir gleich mal auf der Schlachtenkarte ausführen. Okay, unsere erste Schlacht. Ich werde lange, also später werde ich sicher nicht alle Schlachten selber kämpfen, denn das wird viel zu viel und es wird dann viel zu lange dauern. Aber jetzt mal so einzelne kleinere Schlachten kann man ja mal auch selber eben ausführen. Ich bin aber jetzt nicht so der Ultra-Mega-Pro in diesem Spiel. So, es geht schon los. Mal sehen, wir haben 2 Einheiten Spartaner-Hopliten. Und unsere Gegner haben was in etwa? Viele schwächere Hopliteneinheiten, wie es aussieht. Na gut. Dann würde ich mal sagen, für den Kampf setzen wir mal auch unsere Hopliten ein. Lassen sie alle schnell nach vorne laufen. In die Reihe dahinter stellen wir unsere Fernkämpfer. Also dann in etwa hier. Und ja, führt das alles mal aus. Wen haben wir hier noch? Ah, meinen General. Der ist kein Reiter, sondern auch eine Hopliteneinheit. Die darf dann gleich mitkämpfen. Okay, dann formiert euch. Gut, sie kommen uns entgegen mit einer Einheit, ich glaube gar nicht so schwachen Hopliten. So. Warum kann ich denn meine Fernkämpfe hier nicht auf automatisch feuern einstellen? Naja, egal. So, bewerft sie mit allen Speeren, die ihr habt. Und ihr stellt euch so als
Flankierungseinheiten auf. Währenddessen geht ihr langsam vorwärts. Wobei mein General hier bleibt. Sehr gut. Langsam vorwärts gehen habe ich mir aber anders vorgestellt. Naja, egal. Gut, wenn schon alle noch vorlaufen, warum nicht gleich wirklich ganz alle? Okay, also hier ist unsere erste Schlacht, Spartaner gegen normale Hopliten. Ich glaube, zumindest Leute, die den Film 300 zum Beispiel gesehen haben, müssten jetzt wissen, wer diese Schlacht gewinnen wird, gewinnen muss. So, ihr greift nicht direkt an, sondern versucht sie zu flankieren. Hier fliegen auch schon die Speere, die meine Speerwerfer werfen. So, und jetzt greift ihr an. Und jetzt...